willkommen in meiner neuen Rubrik Vergleichen mit Friendly Mr. Z. Und zwar habe ich mir heute dazu die beiden Abfüllungen von Eberlauer besorgt. Und zwar einmal den Original 10-Jährigen und den neuen 10-Jährigen von Eberlauer, der Forest Reserve, der angeblich den 10er hier abgelöst haben soll. Ich fand es super interessant, habe mich auch darüber gefreut, dass ich die Buddel noch bekommen habe, weil es ist anscheinend nicht mehr ganz so einfach, an den normalen 10er von Eberlauer noch dran zu kommen, weil die meisten halt nur noch den Forest Reserve im Programm haben. Aber ich bin froh, dass ich die Pulle bekommen habe. Ihr seht schon, da ist eine Steuerbanderole dran, also gab es tatsächlich nur noch im Ausland und nicht mehr hier zu kriegen. Ist aber auch nicht so schlimm, Inhalt sollte der gleiche sein, also von daher habe ich einen schönen direkten Vergleich. Übrigens, der Forest Reserve ist auch importiert, der kommt ursprünglich aus, ich glaube, genau, aus Frankreich. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und testen uns hier bei dem normalen 10er erstmal durch, bevor wir dann gleich an den Forest Reserve rangehen. Der normale 10er hier, der hat 43 Umdrehungen und ist gereift in Traditional Oak, was auch immer das sein soll. Wenn man da ein bisschen nach recherchiert, findet man quasi nur den Hinweis darauf, Traditional Oak kann quasi jedes Fass sein. Hauptsache, es passt irgendwie zum Whisky-Gesetz in Schottland. Heißt also, die können so quasi jedes Fass immer Traditional Oak nennen. Heißt, wir haben jetzt keine genaue Ahnung, was drin sein könnte. Ich vermute, es wird ein Ex-Bourbon-Fass sein. Aber ob das wirklich so ist, steht da leider nicht drauf. Auf der Buddel steht halt auch nur Traditional Oak. Und der ist noch in Sherry Casks gereift. Heißt also, hier haben wir auch farblich, denke ich mal, passend zum Sherry. Ich habe nirgendwo gesehen, ob er gefärbt oder kühl gefiltert ist. Ich glaube, hier stand auch nichts dazu drauf. Nochmal kurz gucken, ob ich mich irgendwo verguckt habe. Nein, hier steht es auch nicht mit drauf. Wie gesagt, kann ich leider nicht sagen, ob er gefärbt oder kühl gefiltert wurde. Ich vermute, die Farbe könnte vom Sherry-Fass kommen. Weiß ich aber nicht. Also, wie gesagt, wir gucken erst mal, was wir in der Nase haben. Da ist so eine leichte Frische drin, finde ich. Und leider auch wieder Alkohol. Der Alkohol sticht wieder gut rein. Aber richtig viel habe ich hier nicht. Also relativ malzig finde ich den. Aber das war dann auch schon. Malzig, Alkohol, leichte Frische. Wie gesagt, irgendwie erinnert mich an Minze. Könnte aber auch was anderes sein, aber Minze kommt für mich so am nächsten. Eine ganz leichte Fruchtigkeit, finde ich. Aber der Alkohol ist echt heftig. Für 43 Umdrehungen kommt der schon gut durch. Okay. Ich würde den erstmal an den Rand stellen, kurz stehen lassen und ich würde mich jetzt mal mit dem Forest Reserve befassen. Der hat im Gegensatz zum Original Eberlauer 10 nur 40 Umdrehungen. Und ja, mehr Infos dazu habe ich jetzt auch nicht bekommen, außer dass der halt Ex-Bourbon, Ex-Sherry ist. Hier steht also nicht Traditional Oak drauf, sondern hier steht wirklich, es ist ein Ex-Bourbon-Fass und es ist ein Ex-Sherry-Fass. Ja, ich würde mal sagen, hier riechen wir auch mal dran, aber ich habe gerade schon beim ersten Geruch leckere rote Äpfel. Und sehr süß. Also so richtig, so ein richtig süßer roter Apfel, würde ich mal behaupten. Sogar sehr intensiv. Aber wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, grüne Äpfel, wer da Bock drauf hat, ne, Deverin 12, der riecht krass nach grünen Äpfeln, der hier riecht sehr intensiv nach roten Äpfeln. Und einfach nur süß. Süß, rote Äpfel. Und irgendwo kommt da nochmal so eine richtige Vanille durch. Hier ist auch der Alkohol nicht so stichig wie bei dem. Muss man mal testen. Also wenn du ihn hier ein bisschen stehen lässt, den normalen 10er, kriegst du bessere Aromen.
Da kommt die Frucht auch ein bisschen besser durch, aber ich habe hier auf jeden Fall keine roten Äpfel. Das ist irgendwas anderes. Hier ist auch noch so ein bisschen Vanille mit bei, aber die roten Äpfel und die Süße ist echt dominant. Ich würde sagen, vom Riechen her finde ich den Forest Reserve wesentlich besser. Der riecht wesentlich angenehmer, der riecht nicht so sprittig. Der riecht wirklich süßlich lecker. Der hier ist eher so, ja, man hat eine leichte Alkoholschärfe in der Nase. Der riecht nicht so intensiv nach Früchten. Also da kommen Früchte durch, aber für mich nicht wirklich definierbar, was für Früchte. Vielleicht kann es auch sein, dass meine Nase mich jetzt täuscht aufgrund dessen, dass ich hier so Intensivfrüchte gerochen habe. Aber hier ist es eher so in die Richtung Minze, malzig, ja, relativ scharf, finde ich, ne? Also ist schon ein Unterschied. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal den hier, den Aberlour 10. Er ist relativ, also stark würzig, finde ich. Du hast relativ viel Holz. Das kommt relativ stark durch. Der bleibt auch im Abgang, bleibt der wirklich so relativ lange da. Du hast auch wirklich so einen leicht herben Nachgeschmack. Ähnlich wie bei dieser wirklich dunklen Bitterschokolade. Aber es kommt meiner Meinung nach hauptsächlich vom Holz. Also der ist sehr eichenlastig. Da hast du wirklich also starke Tanninaromen. Fruchtigkeit kommt da für mich fast gar nicht mehr durch. Das ist insgesamt sehr intensiv, aber eher so in die Richtung, ja, so herb. Also er ist durchgehend herb irgendwie. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was die für Fässer am Ende verwendet haben, aber vielleicht war die Fasswahl nicht ganz die beste. Kurzer Break, muss mir eben Wasser holen. Und wieder zurück. Kurzen Schluck Wasser getrunken, hatte ich gerade vergessen mitzubringen. Beim nächsten Battle werde ich Wasser da haben. Jetzt probieren wir erstmal den Forest Reserve. Also von den roten Äpfeln ist jetzt nichts mehr da. Der hat auch so einen, ja, auch so einen würzigen also Holzgeschmack. Die Eiche ist da, aber nicht so krass wie bei ihm hier. Du hast noch so ein bisschen Gewürze. Das ist so, erinnert mich so ein bisschen an so einen Gewürzkuchen. Aber so diesen mit den dicken Kandisstücken drin. Die Süße kommt halt auch weiter mit. Das ist eher so ein bisschen weihnachtlich, finde ich eher. Erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten. Also Geruch passt nicht zum Geschmack. Also ich habe jetzt gerade echt so einen Gewürzkuchen mit Mandeln und mit Nelken, Kardamom, das ganze Gewürzzeug, was da reinkommen würde, habe ich jetzt gerade so. Aber nicht das, was ich eigentlich erwartet habe, nachdem ich dran gerochen habe. Weil nachdem ich dran gerochen habe, ist für mich ein frischer, fruchtiger Whisky. Und jetzt habe ich quasi diesen, ja, ich setze mich vor den Kamin und freue mich auch mit der Familie auf Heiligabend, wenn es gleich Bescherung gibt. Also den Moment habe ich jetzt gerade. Ändert sich nicht wirklich was dran. Der Abgang ist relativ langanhaltend. Du hast hier nicht so eine intensive oder nicht so herbe Noten wie bei dem normalen Zehner. Aber du hast so ein leicht cremiges Mundgefühl am Ende. Und wie gesagt, ich habe jetzt Bock auf Geschenke und Bescherung an Heiligabend.
Also ist total krass eigentlich, ne? Dass, wie gesagt, dass du vom Geruch her würdest du was ganz anderes erwarten, als du da nachher im Mund schmeckst. Also sehr, sehr interessant auch in dem Fall. Krass und interessant. Und der Alkohol ist hier relativ gut eingebunden, muss ich sagen. Ich meine, sind nur 40 Umdrehungen. Ja, da ist eigentlich nichts hinter. Aber der schmeckt halt auch nicht wässrig oder so, ne? Also hier bei dem hatte ich jetzt eher so das Gefühl, dass der eher so relativ sprittig ist. Also auch in der Nase habe ich hier bei dem nicht so. Und auch geschmacklich sind die 40% total okay hier. Und da ist halt nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt slushy oder da könnte noch mehr Dampf drauf oder so. Den finde ich so in Ordnung, ne? Also der ist auch eher so, ja, ich setze mich gemütlich mal hin und trinke mal irgendwie ein. Also relativ easy drinking, würde ich sagen. Ja, zum Fazit. Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei beiden ähnlich, ne? Also der liegt auch bei knapp 32 Euro, 33 Euro. Genauso wie der hier. Der war jetzt, glaube ich, auch 31,90 Euro. Ist bei deren kriegst du bei allen möglichen Versandhändlern, bei deinem Local Dealer vor Ort. Den habe ich übrigens bei meinem Local Dealer geholt, bei der Whisky-Botschaft. Ja, und wie gesagt, kriegt man eigentlich überall. Der ist nicht mehr so einfach zu bekommen, wie ich ja festgestellt habe. Fazit gesehen würde ich sagen, für mich sind da zwei komplett unterschiedliche Whiskys. Die haben meiner Meinung nach miteinander so ungefähr gar nichts gemeinsam. Ich bin bei Preis-Leistung, bei beiden. Ja gut, ich sag dem, bei dem wäre ich bei 3 Daumen hoch und bei dem wäre ich bei 4 Daumen hoch. Ne, wie gesagt, hier, den finde ich geschmacklich etwas besser als den hier. Der ist eher so, naja, eher nichtssagend. Und der hier hat halt dieses so süße Aroma und danach habe ich halt Bock auf Heiligabend mit der Familie vorm Kamin zu sitzen. Ja, ich hoffe, mein erstes Vergleichsvideo hat euch gefallen. Schreibt doch einfach in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und was euch gefallen hat oder was euch auch nicht gefallen hat. Denkt dran, immer meinen Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, Facebook, Instagram findet ihr mich ja auch. Und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.